Oh, das ist Zeitlimit. 60 Minuten. Tick, tick, tick. Oh, wir haben alle UI-Limit ausschalten, jetzt hätten wir trotzdem eine Zeit. Stimmt. Ich hoffe, dass ich auch so ganz casual, rigorous Styles einfach mit unter 7,30 fahre und eine Minute später, oder? Ich bin eine 7,29 gefahren. Ich drücke dir die Daumen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, da hat sich irgendwas im Chat bewegt. Übrigens, ich glaube, du musst lauter reden, wenn du da hinten sitzt. Wenn du hier sitzt, hört man dich sehr laut, aber da hinten hört man dich nicht so gut im Stream. Max Scholz schrieb, nee oder echt? 23 Stunden? Ja, wir sind jetzt 23 Stunden gefahren und sind jetzt in der letzten. Das ist kein Fake. Ja. Ja, das WTF First Grind war auch geplant. Schreibt dann auch WTF Respect. Dankeschön. Ja, danke. Das ist immer sehr appreciated, wenn unser Aufwand hier gewürdigt wird. Wir fahren den Nissan GT-R R35 TC. Das ist ein DLC-Auto in GT5. Leider nicht mehr erhältlich. Ja. Im vierten. Ach, ich habe mich so verschaltet. Ich bin doch jetzt gerade in den letzten 30 Dips. Also, war es nur ganz gut, dass du dabei warst. Ansonsten war es nicht so ganz geil. Ich glaube, ich habe eine Pause gemacht. Dass ich nach Hause fahren muss, die legendäre Variante davon sein. Was haben wir denn da vorher? Das könnte die Covid gewesen sein. Nee. Nicht? Ich hab's nur ganz kurz wegfahren sehen. Nee, ist kein Covid, ist. Der CK. Auch nicht. Das ist der Audi, oder? Können der, ja. Ja, ist der 8. Ich kriege fast nichts mehr Silber und Silber und Südlich. Ja, das war nicht so. Nice gehalten. Ja, das geht doch mittlerweile. Ja, soll ich immer so viel Fahrstunden haben hier gerade? Halte ich das vielleicht auch.
gepackt da in die Sandkiste. Schieß mal 27. Nein. Hier ist noch eine Shift-Taste in der Pfeil nach oben. Ja, geht mir auch so. Und nur zum Erwähnen zu haben, wir fahren ohne HUD-Elemente, bis auf die ihr oben sehen könnt, ohne ABS und mit Traktionskontrolle. Eisenniedrigste Schube. Was? Wo ist das? Das ist ein Tor aus. Stimmt jetzt aus! Ich hätte. Oh, what the fuck! Ja, stimmt, das ist natürlich aus. Was erlaube ich? Natürlich ist die aus. Als ob ich mit Traktionskontrolle fahren würde. Ja, ich fahre ja auch ohne. Das ist etwas zu sehr geschnitten. Natürlich ohne Traktionskontrolle. Oh. Wir fahren ohne alles. Sorry! Sorry! Maximales Tuning, keine Bremse. So ungefähr. Und Bremsen meine ich nicht die actual Bremsen, sondern die Fahrhilfen. Denn die meisten Bremsen halt. Außer Rutschstopp. Aber Rutschstopp ist Cheaten. Ja. Ich auch Cheating. Wie cool ist das Traktionskontrolle? Schwer verwirrt. Kurz so spielen, das nochmal machen. Das war nicht genug. Ja, vielleicht auch nicht so schlecht. Wäre das die beste geworden, dann wäre es zumindest teilweise unethisch gewesen. Ich bin mit Cut am Anfang? Ja. Seit 5 Uhr und 2 Runden Vorsprung.
Ja, schon erstaunlich, ne? Wir haben irgendwie bis als wir irgendwie 10 Stunden drin waren, haben wir abgeschätzt, dass wir vielleicht eine Runde Vorsprung rausfahren können. Gerade so. Ja, und jetzt haben wir uns noch so krass gesteigert, dass wir es einfach das mal verdoppelt haben. Wir haben die ersten 12 Stunden jede Sekunde gekämpft. Da musst du es treu. Letztes Jahr 2 Runden, dieses Jahr 2 Runden. Nur in die andere Richtung. Ja. Dieses Jahr die ganze Zeit auf der gleichen Position gefahren. Letztes Jahr die ganze Zeit auf der gleichen Position gefahren. Diesmal ist es 1, letztes Mal war es 8. Auch okay. Ah, passt. Tofu Drift Challenge. Ja, die Runde ist schon ziemlich driftintensiv, da stimme ich zu. Okay. Inzwischen sind wir über 30 Stunden noch. Mehr oder weniger zumindest. Ist. Mit kurzem das Ding aussetzen. Und da beschweren sich die Leute, dass GT zu glatten Asphalt hat. Das ist doch perfekt, ja. Da kann man jetzt mal trinken aufmachen. Kommst du darauf, dass ich dann vierte fahre? Ich sag nur, dass es deine dritte Runde ist. Achso. Weil du rein möchtest. Eben, das hat. Das hat sich so implizierend angehört. So. Fahr doch nur die vierte. Ja, aber. Ne? Ja, ich werde nach der erstmal reingehen und dann gucken, wie weit ich mit dem nächsten komme. Ne? Aktuell bin ich ja relativ schnell noch unterwegs. Ja, wir gleich sind wir bei den. Kommen noch 2 Stints. Wie lange spielen wir das Spiel schon? Seit Release, sagt GT-Fan. Ja, bei mir. Und das stimmt bei mir im Endeffekt auch. Ja gut, seitdem GT6 raus ist, entsprechend GT5 weniger. Bei mir seit ich mit GT6 durch bin, GT5 wieder mehr. Weil ich das damals nicht durchgespielt habe. Und alle Langstrecken vergoldet. Und das ohne Lockenkissen.
Ja, ich nicht. Ich sehe nächstes Mal keine Strafpässe, sondern Strafzug bei 9 Stunden. Ja. Mit länger machen, 9 Stunden zu Kuba fahren. Alleine. Und je nachdem, wie viele Strafen kriegen. Immer noch nicht mehr Zuschauer geworden, das geht doch nicht. Ich könnte doch nicht einfach abschalten, wenn neue Leute kommen. Ist da bleiben. So, eine Dreiviertelstunde. Das ist das Grande Finale. Wo sind eigentlich Dorado, wie er hieß? Und natürlich auch Cesare. Ich meine, Cesare, wenn du gehst, musst du das schon sagen, damit. Nein. Damit eklig sich das ausschieben kann. Ich weiß. Alter, das wird jetzt so als Gag etabliert, ne? Da kannst du nichts gegen tun. Doch, ich kann euch verlassen und komm nie wieder. Dann schreibe ich halt ein Equipod. Der hat 23 auf einer Stunde in der Anstapper sitzt. Genau. Das Stück ist es hier gar nicht. Und der schreibt dann, wenn man BB schreibt er dann zurück. Wobei Schreiben ist nicht so authentisch, ja. Wir machen das mit Spracherkennung, wenn man in Talkrunde Tschüss sagt, dann haut er dein Zitat raus. So sieht's aus. Wie Tschüss schmeckt. Ach Gott. Absolutes Highlight. Das habe ich immer noch nicht gesagt. Sowas von. Hab ich nicht und du weißt es. Hab ich wirklich nicht. Ja, ich weiß, was du sagen wolltest, aber ich weiß, dass es sich anders angehört hat. Der Tefan hat einen interessanten Punkt bezüglich der Zeiten, die wir fahren. Und halt mit Rücksicht darauf, wieder sehr schön quergestellt. Mit Rücksicht darauf, dass der Motor natürlich jetzt auch an Leistung verloren hat. Das ist natürlich ein Neuwagen, der ein bisschen eingefahren wurde und dann Öl gewechselt. Naja, der hat natürlich jetzt auch abgebaut. Ich hätte wegwerfen hier nach, total schade. Ja, komm, du musst auf jeden Fall alle Teile. Ja, also man kann schon mehr oder weniger das ganze Preisgeld in dieses Auto wieder investieren, damit es wieder funktionsfähig wird. Jep. Wieso, ich glaube da wirklich, dass die Bahnstrecke noch viel rauskommt.
Na, das ist sehr geschnitten. Ja, dann gerade die 40 schaffst du auch noch. Ja. Vielleicht 45. Je nachdem, wo wir so sind. Aber ich gleichmäßig weiß. Irgendwer hat heute Morgen. Das war dumm. Wir sind eine Gruppe in 4200 Kilometer in 24 Stunden. Ey, kein Ding. Irgendwer hatte heute Morgen gefragt, ich glaube, da warst du noch nicht wach, ob denn die PS3 heiß ist. Da war ich schon unten. Okay, ja, auf jeden Fall ist die PS3 gar nicht mal so heiß. Also das Denker ist im Endeffekt heißer, würde ich sagen. Auf jeden Fall war ich da schon wach. Was die Schüler jetzt gesagt, ich habe nicht allzu viel geschlafen. Knapp eine Stunde, wenn es hochkommt. Wunderschön. Ja, so von hier geht's eigentlich noch. Du könntest was Absicht sein. Ja, wir müssen ihn nochmal flippen. Ich hab einmal ziemlich hochgekriegt, ich hab Regus dann auch einmal ziemlich hochgekriegt. Ich weiß nicht, wie aussah, als der Jaguar die Kontrolle verloren und mich reingefahren ist. Da habe ich eigentlich nur den Jaguar umgedreht. Wie viel hast du getankt? 61, kannst du sein? Ich hab gepasst. Könnte aber hinkommen. Überprüf einfach das, was ich dann als nächstes nochmal tanke. Ja. Jo, GT5 sagt auch 61. Super. Wie hast du dich eigentlich hier rausgedreht? Ich habe keine Ahnung, ich hatte die Schikane leicht angeschnitten, bin dann nach der Schikane links auf den Curb und da habe ich dann abgehoben und dann bin ich... Okay. Ja, sah für mich auch total nicht nachvollziehbar aus. Und auf einmal war er weg. Auch nicht so ganz verstanden. Hallo Raysnake. Diese Titel sind für selbst cool. Nein, es hat nicht geregnet. Wir sind komplett trocken durchgefahren. Hat auch abgesehen vom Anfang nie den Anschein gemacht, als würde es gleich mal anfangen können. Ja. War ich immer dann.
Mal ein paar Schäbchen wirken, aber sonst strahlt doch. Ja, Wetter wie draußen. Also hier ist alles dunkel. Ja, und wenn du durch die durch den Monitor, also durch die Kamera hinguckst, dann ist alles blau. Warum auch immer. Komisch eigentlich. Übrigens, dein Durchschnitt war eine 0,75. 57. Ja, ist okay. Hast du hier drin? Ja. Also wenn ich das richtig sehe, komme ich mit einer Hotlap rein, ne? Ins Ziel. Möglich. Ungefähr 20 Minuten, 21 Minuten brauchst du für 3 Runden. 73 fahre ich ein, 74 fahre ich schnell, 75 fahre ich wieder in die Box, 76 fahre ich den Wagen wieder ein. Und 77 nehme ich an, komme ich dann rein. Ja, für morgen, wenn es original 40 Stunden ist, bin ich auch gespannt. Ja, gewinne ich auch. Ja, wir fahren jetzt dann, wir packen jetzt zusammen und fahren hoch. Ja. In der Eifel. Unser Markt habt ihr schon gesehen, wie er aussehen wird. Wir üben hier nur. Ja, letzte Anpassung an der Aerodynamik. Noch ein bisschen schmaler machen die Front und so. Ja, wir fahren ja auch nicht GT3. Ja, wir fahren ja. Also die Sache war, GT5 ist angeblich trotzdem unrealistisch, weil wir zu schnell sind. Aber wir fahren halt nicht GT3, wir fahren halt eher LMP. Da ist es klasse. Der Wagen hat irgendwas um die 87 kW Leistung. Also, das ist weit über GT3. Die genaue weiß ich gerade nicht. Ich werde das GT3 nur nicht so häufig abfliegen. Die haben ein bisschen mehr Downforce, ja. Nee, wir fahren leider nicht in die Eifel. Morgen. Mein Lieblingswagen ist der BMW M6 GT3. Der ist so geil. Ich mag keinen Bentley mehr. Ich kann nicht mehr sagen, warum. Das sieht aber vielleicht untypisch aus für einen GT3-Wagen.
Letzte halbe Stunde. Also noch die vierte Stunde live schauen, während mein Mammutprojekt alles zu viel, denke ich. Nee, ich guck die. Ich weiß nicht wie viel. Das wird vermutlich alles müde sein. Also das nebenbei wird irgendwie laufen. Viel zu weit rechts angefahren. Genauso muss er in die Kurve reinbremsen. Perfekt. Und ich hatte dich immer. Genau so was darf dir nicht passieren, wenn du besser geworden bist. Ich glaube, das hat nicht so viel Zeit gekostet. Soll ich das mal notieren? Wo ist das für Außen, wie ich gesehen hätte? Was für ein Lack, Alter, Skill. Da erst recht. Klar, gerade nach 23,5 Stunden. Ja, ich habe jetzt 8 Stunden mit der Karre hinter mir. Jetzt kann ich sie viel besser einschätzen als am Anfang. Da vorne ist ein Auto, das gefällt mir nicht. Ah, der auch noch. Fuck off! Mann, jetzt muss ich ganz außen gehen, nur um da vorbeizukommen, oder was? Lächerlich. Da macht er einen dritten geschaltet, ich weiß es nicht. Verkraftbar.
Okay, eine Kurve noch. Hoffentlich war das dann gut genug alles. Ey, ich würde das so feiern, ne? Drück mir die Daumen. Gas, 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 Gas. Das reicht. Ich hab's nicht weggeschaltet. Bäm! Bäm! Ihr Fotzen! Geschafft! Sogar die 5 Sekunden, die ich versprochen habe. Den bremse ich jetzt mit. Bäm. Fucking oh. Lister. Yes! Geil. Da ist es. Ah, seit letzten 23 Stunden wert. Ja, das war definitiv die letzte Stunde. Ja. 27, 5 und 4. Danke, GTFM. Vielen Dank. Jetzt kommen da Glückwünsche rein. Das finde ich sehr nett. Ah, das habe ich mir gewünscht. Aber die geil. Glückwunsch. Nice. War ja auch mega. Und aktuell Durchschnitt von 7,52. Ja, das ist weg. Wie stark ich mal für letzten Rille gefahren. Ja. Überleg dir das. Auf der letzten Felge. Ja, eine Stunde Runde habe ich ja noch. Vielleicht fällt die 6,45 ja noch. Das sollte ich erklären. Wahrscheinlich sind die Leute, die das gestern gesehen haben, heute nicht anwesend. Irgendwer meinte halt, er fährt eine 6,45 mit einem, ich glaube, SLS-AMG. Und das ist wahrscheinlich halt einfach auf der Nordschleife. Ohne Grand Prix.
Also nicht, dass wir in 2 Stunden bleiben. Ich wüsste nicht, wie das machen wird. Ja, wie? Keine Ahnung. Abkürzen. Also dann schaffst du keine 6,45. Und meinten dann, warum wir so langsam sind. Riecht nach sich. Okay. Der Major korrigiert mich, es waren 6,29. Das Problem ist halt, es gab 2 Leute, die irgendwas meinten. Einer mit dem SRS-AMG und einer mit irgendeinem anderen Auto. Mit 45,29. Der Major wird aufgepasst. Zu schnell. Es wurden exakt 0 Dosen Energy getrunken, weil ich nur Flaschen habe. Und von diesen Flaschen ist nicht mal eine weg. Ich bin schwer enttäuscht. Oh cool, dass du das Ganze begehen. Ja. Na, schlecht. Ja, schon viel Pizza. Ich und viel Wasser heute. Ja. Ja, Kaffee kommt ja auch noch dazu. Vielen Dank, Uwe. Uwe sagt, das ist das beste Live-Let's Play für ihn persönlich. Das freut mich sehr. Und ich nehme an, die anderen auch. Und mich freut es wirklich. So, letztes Mal in die Box. Noch ein letztes Mal tanken. Ich nehme 40 Liter rein. Okay. Ich könnte noch weniger nehmen, aber sicher ist sicher. entsprechend mit Leer waren 61, ne? Leer waren 61, ja 40 rein. Ich war voll schon mal offensichtlich. Das und hier müssen 40 hin. Das sind 79 drin. Ja, Mika meinte, es ist schade, dass es keinen Schaden gibt. Das wird das Ganze spannend machen. Es wird das Ganze auf jeden Fall anders machen. Also man würde ganz anders rangehen. Ja, das Spiel wird vermutlich nochmal einzeln hochgeladen werden. Genau, als einzelne Video-on-Demand-Teile. Ich gucke mir an, ob es sich lohnt, den Stream als Ganzes auch dazulassen, als nicht gelistet oder so. Aber ich wollte auf jeden Fall die Einzelteile noch hochladen, in irgendwie Stundenstücken oder so. Aber mal schauen. Das entscheide ich dann nächste Woche.
Da steht vorne 0775. Das ist die 5. Ich kann es nicht mehr lesen. Ja, ist okay. Standard. Bei Schaden bräuchte ich mindestens 10 Bestrafungspizzen. Apropos. Ja. Die beiden unten an mir sind, können sich ja schon mal bereit machen, gleich hochzukommen. Mit der Belohnungspizza. Ah, shit, nicht auf Kurs. Ich meine, es sind noch 13 Minuten plus Rundenende, ja, aber nicht vergessen, dass ihr dann auch gleich hochkommt. Das sind finale Ziele. Marvin ist auch wieder da, hallo. 24 Stunden Community-Rennen lässt sich halt leider nicht einrichten, solange es nicht nativ unterstützt wird. Alles andere ist viel zu viel Aufwand. Wer wissen, wer das ein Aufwand ist, kann mal die GDPN Endurance Series angucken. Die machen das. Das stimmt, die haben ja auch mit anderen Simulationen getestet, war aber auch nicht. Aber so sind bei GT hängen geblieben. Vor dann die Server so instabil geworden. Eieieiei. Ja, wir führen noch, wir führen sogar massiv. Und Altip ist nicht gefahren, nein. Und hiernach gibt es eine Mischung aus Aftershow Party und Bett. Also irgendwas total normal langweiliges. Weder direkt ins Bett fallen, noch harte Party. Aber natürlich machen wir hier nochmal eine kurze Abschlussrunde. Chris will es auch Danksagung nennen. Und natürlich wird die Belohnungspizza noch verspeist. Pizza Stufe minus 3. Die ist super süß. Mhm. Total. Ich muss übrigens jetzt los. Ich hab mein Herd angelassen und. Ja, ich glaube, es ist auch zu spät. Quatsch. Wieder im Grillhäuser? Ja. Herd angelassen und aus und sprechen. Ich hoffe natürlich auch, dass Chris im Chat dann am Ende hier sein wird. Er hat gerade geschrieben, ich hoffe, du wirst dann tiefer rein in 20 Minuten noch und eben hier bleiben. Du warst ja auch ein sehr großer Teil der Statistikmensch. Tapfer durchgehalten. Komplett ohne Schlaf, ohne große Pausen. Was heißt, wir führen noch? Mit 2 Runden Vorsprung. Also 59 und 50 Sekunden Schuss an der Spieler. Ja, das Spiel will ich abschätzen. Ich habe da volles Vertrauen. Ist ja schließlich nicht Silverstone in GT6. Ja. Bin hier nie abgestürzt.
bis in 10 Minuten noch ein Sekt duschen? Natürlich. Ja, 10 Liter Riesling-Gläser hier. Flaschen. Also wenn du den Super-Chat-Button betätigst, dann vielleicht. Na, fährt eben einer mal schnell nach Netto. Wo ist Chris im Moment drauf? Ja, der holt noch Kanu ab. Stimmt, hab ich jetzt vergessen. Hat er doch geschrieben. Reifen ist geplatzt, schon wieder. Nee, geht hier nicht mit Marte. Chris ist derjenige, der Marte mitgenommen hat. Ich habe so etwas nicht hier. Altip ist ja auch so ein Mate-Trinker. Also wenn, dann mit Booster. Ja, diese, da schreibt Chris schon wieder von einem Drecksmotoröl überall. Und das nur, weil der Kanu abholen wollte. Ja. Oh, da kommt die Belohnungspizza schon rein. Ja, steht ihr am besten bei EQ auf dem Tisch, da soll ja genug Platz sein. Warum bin ich auf einmal so schnell geworden? Ich war doch noch nicht nah genug für den Windschatten. Ich bitte dich. Jetzt einfach langsamer geworden. So Leute, wer kann ein gutes Ding 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 machen? Alter, dein Auftritt. Ding Ding Ding! Letzte Runde. Seitdem du fährst, ist die Runde deines Lebens. Das ist das Zweite. Und Sieg, Trophy Racing Team, super Ding. Noch sind wir ein Ziel. Wie? Riethem hat seine Top-Runde nicht gesehen. Das muss aber nochmal nachholen. Hier war der Shit. Ich habe die ganze Breite der Strecke genutzt. Und noch mehr. Das wird auf jeden Fall keine neue Bestzeit. Aber ist doch egal. Die große Celebration Live. Den Fahrmazug macht ihr einfach nochmal. Ja, und diesmal ein paar mehr Routen geschafft. Ja. Zum einen, weil es halt das andere Mal geregnet hat. Weil wir nicht 17 Minuten lang rumgeguckt. Zum anderen, weil wir nicht 17 Minuten lang rumgeguckt sind, genau. Und wir sind generell schneller gewesen.
Weil ein Bester ist 7 Sekunden schneller. Ohne Abkürzen. Ohne Abkürzen. Weiß ich auch, muss ja dazu sagen. Jetzt recht, weil letztens musst du aufpassen mit der Zeit, ne? Ich weiß. Ich bin schon am Schaden. Na, ich brauchte nur 7 klassische Hinschreiben. Hab ich schon. Ich hab so einen Doppelpunkt gemacht. Und sobald ich es groß schätze, kann ich einen Zähler stellen, dann mach ich die auch schon hin. Total den Scheitelpunkt verpasst. Ich gehe auch ein bisschen zu weit raus. Ein letztes Mal nicht vom Körb ausgehen lassen. Perfekt. Ein letztes Mal nicht so weit rausrutschen. Auch okay. Ein letztes Mal Dettinger Höhe Zufahrt verkacken. Hat auch funktioniert. Windschatten. Völlig neues Feature. Vielleicht. Ja. Ja, da kommen wir genau vor der Kurve hinten ran. Wetten. Knall ich einmal schön in ihn rein. So Leute, da ist das Ding. Nochmal eine 28. Sub-30. Und wir sind durch. Durch. Was ist 8-3-2 oder 3-8-2? Keine Ahnung. Frag den Chat.